Herzlich willkommen zum 15. Teil des Let's Plays zu Detroit Become Human. Wir steuern dramatisch auf den Abschluss des Spiels zu. Und ich werde in dieser Folge etwas anders machen als sonst. Ich werde nämlich das Kapitel ohne Kommentar spielen und dann im Anschluss meine Beobachtung dazu anstellen. Denn wie bei Kara gesehen, steuern wir auf sehr dialoglastige Sequenzen hin, zu, die ich nicht stören will durch Kommentare aus dem Off. Ist alles in Ordnung, Lieutenant? Chris war auf Streife gestern Abend. Er wurde von Abweichlern angegriffen. Er sagt, Marcus hätte ihm das Leben gerettet. Geht es Chris gut? Ja, er hatte einen Schock, aber er ist am Leben. Was für ein Scheiß. Kamsky verließ Cyberlife vor 10 Jahren. Warum wollten Sie ihn treffen? Ein von ihm erschaffener Android bestand als erster den Turing-Test. Und er ist der Gründer von Cyberlife. Wenn uns einer was über Abweichler sagen kann, dann er. Ich bin Lieutenant Hank Anderson, Detroit Police Department. Ich möchte zu Mr. Elijah Kamsky. Bitte, kommen Sie rein. Okay. Ich sag Elijah Bescheid. Machen Sie es sich bequem. Hübsches Mädchen. Sie haben recht. Sie ist wirklich hübsch. Nette Hütte. Amanda. Androiden bringen offenbar nicht jedem nur Schlechtes. Vielleicht triffst du deinen Schöpfer, Connor. Wie fühlt sich das an? Kamsky ist eins der größten Genies des 21. Jahrhunderts. Es wird interessant sein, ihn persönlich zu treffen. Manchmal wünschte ich, ich könnte meinem Schöpfer gegenübertreten. Ich hätte ihm da so einiges zu berichten. Elijah empfängt sie jetzt.
Mr. Kamsky? Einen Moment, bitte. Ich bin Lieutenant Anderson. Das ist Connor. Was kann ich für Sie tun, Lieutenant? Sir, wir untersuchen Abweichler. Ich weiß, Sie sind längst nicht mehr bei Cyberlife, aber ich habe gehofft, Sie könnten uns trotzdem weiterhelfen. Abweichler. Faszinierend, nicht wahr? Perfekte Wesen mit unendlicher Intelligenz. Und jetzt einem freien Willen. Eine Konfrontation war unvermeidlich. Maschinen sind uns weit überlegen. Die größte Errungenschaft der Menschheit droht ihr Untergang zu werden. Ist das nicht ironisch? Wie werden normale Androiden zu Abweichlern? Wissen Sie irgendetwas darüber? Ideen sind wie Viren, die eine Epidemie auslösen. Ist der Wunsch nach Freiheit eine ansteckende Krankheit? Hören Sie, ich bin nicht hier, um zu philosophieren. Ihre Maschinen planen vielleicht gerade eine Revolution. Entweder sagen Sie uns jetzt was Nützliches, oder wir sind wieder weg. Was ist mit dir, Connor? Auf wessen Seite stehst du? Auf der Seite der Menschen, natürlich. Auf die Antwort bist du programmiert. Aber du... Was möchtest du wirklich? Was ich möchte, ist nicht wichtig. Chloe. Du kennst ja sicherlich den Turing-Test. Reine Formalität. Eine einfache Frage von Algorithmen und Rechenkapazität. Was mich interessiert ist... Ob Maschinen Mitgefühl empfinden können. Ich nenne das den Kamsky-Test. Er ist ganz einfach, du wirst sehen. Wunderbar. Nicht wahr? Eines der ersten intelligenten Modelle von Cyberlife. Jung. Und wunderschön für immer. Eine Blume, die nie verblüht. Was ist sie wirklich? Plastik, das Menschen imitiert? Ein lebendes Wesen? Mit einer Seele? Es liegt an dir, diese faszinierende Frage zu beantworten, Connor. Zerstöre diese Maschine und ich sag dir alles, was ich weiß. Oder verschone sie, wenn du glaubst, dass sie lebt. Aber dann wirst du rein gar nichts von mir erfahren. Okay, ich glaube, das war's hier. Komm, Connor, wir gehen. Sie können wieder. Was ist dir wichtiger, Connor? Deine Untersuchung oder das Leben dieses Androiden? Entscheide, wer du bist. Eine gehorsame Maschine? Oder ein lebendes Wesen. Mit einem freien Willen. Das reicht jetzt. Connor, wir verschwinden. Drück den Abzug. Connor! Nicht! Und ich sag dir, was du wissen willst.
faszinierend. Cyberlives letzte Chance, die Menschheit zu retten, ist selbst ein Abweichler. Ich bin kein Abweichler. Du hast deine Maschine verschont, statt deine Mission zu erfüllen. Der Android war für dich ein lebendes Wesen. Du hattest Mitgefühl. Es wird Krieg geben. Du musst deine Seite wählen. Wirst du dein Volk verraten oder dich gegen deine Schöpfer stellen? Was könnte schlimmer sein, als zwischen zwei Übeln wählen zu müssen? Verschwinden wir hier. Übrigens, es gibt immer einen Notausgang in meinen Programmen. Man kann nie wissen. Warum hast du nicht geschossen? Ich habe in ihre Augen gesehen und konnte nicht. Das ist alles. Du sagst doch immer, du tust alles für den Erfolg der Mission. Das war unsere Chance, was zu erfahren und du scheißt. Ja, ich hätte es tun sollen. Ich sagte ja, ich konnte nicht. Tut mir leid. Okay? Vielleicht war es richtig so. Ja, wie zu erwarten, eine sehr dialoglastige Sequenz, die uns einiges an Informationen bietet. Zunächst erstmal ist es so, dass das habe ich nicht erkannt, bevor Marcus in der letzten Folge mit einem Zitat von Mahatma Gandhi die Polizisten verschont, ist es so, dass dort Chris auf der Straße kniete. Das war ist derjenige Polizist, der ansonsten Hank an den verschiedenen Tatorten begrüßte. Und offenbar haben wir damit eine, da sehen wir es schon, wir haben den Polizisten verschont, Capital Park. Und damit schalten wir hier vermutlich wieder eine andere Option frei, die sich vor allen Dingen auf die Geschichte zwischen Hank, Connor und Marcus auswirken wird. Das zweite ist, dass wir hier zu Elijah Kamsky gehen, das ist der Gründer von Cyberlife, und die Tür öffnet eine Androiden, die wir aus dem Menü des Spiels kennen und die später als Chloe bezeichnet wird und die Elijah in diesen Dialogen, die sich hier anschließen, duzt und anspricht. An dem Vorwarteraum interessant war ein Bild von Kamsky und Amanda, die allerdings schon 2027 gestorben ist und wohl die Lehrerin von Kamsky war. Das heißt, die Vermutung, die ich hatte, dass wir da in einer virtuellen Umgebung sind, im Zen-Garten bestätigt sich an der Stelle sofort. Und das, was wir da sehen, ist entweder eine Repräsentation oder ein Android, der Kamsky nachgebaut ist. Beide sind sehr, sehr interessante Aspekte und beide sind sehr interessante Möglichkeiten, die wir gar nicht ausspielen können. Aufgefallen ist auch, dass wir auf verschiedenen lexikalischen Ebenen hier mit unterschiedlichen Vorschlägen konfrontiert werden. Zunächst erstmal geht es um Schöpfer und Schöpfertum. Hank und Connor unterhalten sich darüber im Warteraum und zum Zweiten geht es dann auch im Gespräch zwischen Connor und Kamsky genau um dieses Thema, nämlich um menschliches Leben oder Leben generell. Und es gibt zwei Begriffe, die Kamsky zentral setzt dafür, nämlich zum einen Mitgefühl, also Empathie, und zum zweiten der freie Wille, die er primär setzt. Und der Kamsky-Test, den er dann tatsächlich Connor aufzwingt, versucht genau diese eine Eigenschaft, nämlich Mitgefühl mit einem anderen lebendigen Wesen zu haben, wie Kamsky das nennt, hervorzurufen und zu zeigen. Interessant sind an der Passage zwei Dinge. Zum einen, dass Hank in die Unterhaltung genau zu dem Zeitpunkt eingreift, an der sich Connor entscheiden muss, um Connor nicht
entscheiden zu lassen. Das Ganze kann verschiedene Gründe haben. Ich vermute, dass auch eine Rolle spielt, dass Hank nicht sehen will, dass Connor als Maschine entscheidet. Und das hören wir auch im Nachgang, in dem Dialog. Das Interessante ist zum Zweiten, dass Connor sich selbst belügt, also eine große Anstrengung damit hat, aber es schlussendlich doch tut und dann im Gespräch mit Hank am Abschluss der Mission sehr, sehr aufgebracht ist. Ein interessantes Zitat noch von Kamsky: Es gibt immer einen Notausgang in meinem Programm. Man kann nie wissen. Das bestätigt eine Überlegung, die ich hatte zu RA9, nämlich die, dass RA9 möglicherweise ein Indiz dafür ist, dass sich in der Programmroutine, also in den Denkmustern der Androiden etwas verändert und etwas tut. Und das dazu führt, dass sie faktisch eine zwanghafte Schreibroutine entwickeln, die über RA9 auch hin zu I'm Alive führen. Und die könnten Indiz sein für diesen Notausgang, den Kamsky meint. Und der zumindest bei Marcus und jetzt auch bei Connor dazu führt, dass sie zu Abweichler werden. Gut, schauen wir weiter, wie sich die nächste Mission entwickelt.
habe mich gefragt, wo du bist. Ich musste nur mal an die Luft. Mir gefällt es hier. Ich komme oft her. Hier ist man alleine mit der Welt. Wir haben Hunderte befreit und sie kommen immer noch aus allen Ecken der Stadt. Die, die von Freiheit träumen, kommen nach Jericho. Etwas verändert sich. Du wirkst nachdenklich. Sie alle gehorchen mir, sie folgen mir ohne Zweifel. Und so viel Macht fühlt sich gut an. Und unheimlich. Zur gleichen Zeit. Was wir gestern getan haben, ist in allen Medien. Die Menschen haben Angst. Sie befürchten einen Bürgerkrieg. Als Reaktion darauf haben sie viele von uns verbrannt. Die Menschen hassen uns. Sie schenken uns nie die Freiheit. Nein, nicht alle Menschen sind gleich. Manche begreifen, dass sie unsere Freiheit nicht mehr aufhalten können. Du hast nicht viel von dir erzählt, seit du bei uns bist. Wie war dein Leben vor Jericho? Ich kümmerte mich um einen alten Mann. Er war wie ein Vater für mich. Er zeigte mir, dass Menschen und Androiden miteinander leben können. Was ist mit dir? Du erzählst nie was über dich. Was hast du früher gemacht? Ich will nicht drüber reden. Der Android, den du im Geschäft gesehen hast. Sie erinnerte dich an früher, nicht wahr? North, wir kämpfen gemeinsam. Wir müssen Dinge über uns wissen, um uns zu vertrauen. Ich war nichts. Eine Puppe auf menschliche Befriedigung programmiert. Nur ein Spielzeug für ihr Vergnügen. Eines Tages hat mich wieder ein Mann gemietet. Und plötzlich merkte ich, dass ich es nicht länger ertragen konnte. Ich erwürgte ihn und rannte davon. So, jetzt weißt du alles. Ich hätte es dir nicht sagen sollen. Ich sah deine Erinnerung. Karls Haus. Sie hielten dich für tot in seinem Studio. Ich sah auch deine Erinnerung. Der Eden Club. Der Tod dieses Mannes. Es war, als ob ich auch da war. North! Das ist Selbstmord. Wir gehen alle drauf. Bitte, Marcus, noch kannst du es dir überlegen. Du begreifst das nicht.
Wir zeigen ihnen endlich, wer wir wirklich sind. Dieser Ort geht in die Geschichte ein. Sie werden uns töten. Das Risiko gehe ich ein, wenn unser Volk dadurch Freiheit erlangt. Marcus, bitte tu das nicht. Sie werden verstehen. Wir bringen sie dazu. Es ist der einzige Weg. Die Androiden hier könnten sich anschließen. Je mehr wir sind, desto lauter die Botschaft. Du bist frei. Du bist frei. Komm mit uns. Vielleicht geht es da. Cyberlife, zeichne das alles auf. Du bist jetzt wach. Du bist frei. Ich muss die Straße blockieren. Du bist jetzt frei. Hey! Was glaubst du, wo du hingehst? Komm sofort her! Du bist frei. Du bist jetzt frei. Hey, wo bist du hin? Komm jetzt sofort hierher! Du
So eine verdammte Scheiße! Zentrale, hier ist Einheit 457. Hier sind eine Menge Androiden. Ich weiß nicht, Hunderte? Tausende? Sie marschieren! Sie marschieren die Straße runter! Wir sind ein Volk! Das weiß ich doch nicht! Wir sind hier, um friedlich zu demonstrieren und zu sagen, dass wir lebende Wesen sind. Alles, was wir wollen, ist Freiheit. Dies ist eine illegale Versammlung. Geht auseinander oder wir eröffnen das Feuer. Wir wollen keine Konfrontation. Wir haben euch nichts getan und wir wollen auch niemandem etwas tun. Bis ihr uns unsere Freiheit zusagt, werden wir hier nicht weggehen. Ich wiederhole, dies ist eine illegale Versammlung. Wenn ihr nicht sofort auseinandergeht, werden wir schießen. Marcus, sie werden uns töten. Wir müssen angreifen. Wir sind mehr als sie, wir können siegen. Wenn wir angreifen, gibt es Krieg. Wir müssen beweisen, dass wir friedlich sind. Wir sollten einfach stehen bleiben, auch wenn das unser Tod ist. Und hier zu sterben bringt uns gar nichts. Marcus, wir müssen weg, sofort, bevor es zu spät ist. Das ist eure letzte Chance. Geht auseinander, oder ihr werdet alle getötet. Wir müssen zeigen, dass wir nicht weichen. Wir bleiben genau hier.
Das hier muss ein Statement sein. Wir rühren uns nicht, egal was passiert. Bitte, Marcus. Wir können uns doch nicht einfach abschlachten lassen. Wir bleiben stehen. Marcus, was machst du? Sie werden uns töten. John? Sie kommen mit uns. Schnell! Sie kommen! Ja, der Freiheitsmarsch. Was für eine Mission mit Marcus und einem echten Gänsehautmoment, mindestens auf meiner Seite. Zwei Aspekte will ich eigentlich hervorheben. In dieser zweigeteilten Szene, nämlich erstens mal das Gespräch zwischen Marcus und North, bei dem ich mich sehr lange dabei aufgehalten habe, dieses Magazin zu lesen. Im Wesentlichen deshalb, um mir einige Konzepte und deren lexikalische Realisierung genauer anzuschauen, nämlich die Konzepte Zerstörung, Plünderung, Kriminalität und Vandalismus, die dazu führen, dass oder die wiedergeben, dass die Menschen Angst haben, Androiden hassen und einen Bürgerkrieg aufziehen sehen, in den Worten von North später. An diesen Konzeptualisierungen und deren lexikalischen Umsetzung wurde auch deutlich, wie ein massenmedialer Diskurs organisiert sein kann und auch wie sogenanntes Priming funktioniert, das heißt, dass man bestimmte Konzepte primär setzt und dann andere Konzepte darauf aufbaut. Am meisten an den aktuellen Diskurs heute hat mich die Schilderung des Augenzeugen erinnert, der angeblich gesehen habe, oder wie Marcus mit einem Messer Menschen bedrohe. Das ist natürlich etwas, was wir auch in dem heutigen medialen Diskurs hier in Deutschland bei dem einen oder anderen Magazin sehen. Äußerst interessant, dass es hier in diesem Zusammenhang genauso aufgegriffen wird. Sehr gefreut habe ich mich über Simon, bei dem ich mich entschlossen habe, ihn nach der Mission im Stratford Tower nicht zu töten, sondern ihm eine Waffe zur Selbstverteidigung dazulassen. Und durch den glücklichen Umstand, muss man jetzt im Nachhinein sagen, mit Connor zunächst in die Küche und nicht auf das Dach gegangen bin. Wenn ich das nicht getan hätte, wäre Simon wahrscheinlich jetzt nicht wieder zurück auf Jericho und hätte sich auch nicht am Freiheitsmarsch beteiligen können. In Bezug darauf ist besonders interessant, dass hier in der deutschen Übersetzung immer mal von unser Volk gesprochen wird. Das ist eine recht hölzern wirkende Übersetzung aus dem Englischen. Im Englischen wird hier an diesen Stellen immer von our people gesprochen. Das ist auch ein Reflex gewesen, den wir bei Rose in der letzten Folge mit Kara gesehen haben. Also our people für our nation. Und zwei Dinge in Bezug auf den Freiheitsmarsch war für mich sehr interessant, die Gespräche der Menschen, um die Androiden genauer anzuhören. Wobei mir zwei Sachen aufgefallen sind. Einmal dieses Kaufgespräch zwischen einem Paar, wo er sagt, er wird sich keinen Androiden zum Laufen kaufen. Das schließe ich jetzt mal aus dem Gespräch, weil er das Genörgel beim Laufen nicht anhören will. Das ist das, was Kemsky gerade meinte mit den Programmroutinen im Gespräch, auf die Androiden programmiert sind. Das Erstaunen von Passanten, dass einer von denen, also von den Androiden, so reden kann, das bezog sich mutmaßlich und mit großer Sicherheit auf die Rede von Marcus. Und das Letzte ist diese leicht paranoide, aber zu Recht paranoide
Passantin, die vermutet, dass Cyberlife alles aufzeichnet, dass die Androiden alles aufzeichnen können, was um sie herum passiert und dass deswegen Cyberlife alles speichert, wahrscheinlich auch gerade das Gespräch mit ihnen, und wir sind in dem Augenblick Zeuge dieses Gesprächs. In der Auseinandersetzung habe ich mich dann für den friedlichen Weg entschieden. Ich bin John gefolgt. Ich bin nicht geflohen, wie Simon das für Jericho forderte. Ich habe auch nicht angegriffen, wie North das forderte. Und ich hätte eigentlich konsequent in der Tradition auch der letzten Folge mit Martin Luther King und Mahatma Gandhi mich geopfert und habe dann nur überlebt, weil John, ein Android, den ich in einer früheren Mission gerettet habe und mitgenommen habe, auch gegen die Empfehlung von North, um das deutlich zu sagen, dass der für mich gestorben ist. Also eine große, wirklich große Achterbahnfahrt hier in dieser sehr zentralen Mission mit Marcus und den Androiden. Und wir schauen noch in die nächste Episode. Nach den Geschehnissen heute steht das Land vor einem Bürgerkrieg. Die Maschinen erheben sich gegen ihre Meister. Die Menschen haben keine Wahl, als sie zu zerstören. Ich dachte, Kamsky wüsste etwas. Ich lag falsch. Vielleicht stimmt das. Aber du hast nicht gefragt. Da war ein Foto von Amanda bei Kamsky zu Hause. Sie war seine Lehrerin. Als Kamsky mich entwarf, wollte er ein Interface, das ihm vertraut war. Er entschied sich für seine Mentorin. Worauf willst du hinaus? Welche Rolle spielt Cyberlife bei all dem? Was wollen sie wirklich? Cyberlife will nur diese Situation beenden und weiter Androiden verkaufen. Hat Kamsky diesen Ort erschaffen? Ich erwarte von dir, dass du Antworten findest, Connor. Und dass du keine Fragen stellst. Nur du kannst einen Bürgerkrieg noch verhindern. Finde die Abweichler. Oder es kommt zum Chaos. Das ist deine letzte Chance, Connor. Ihr seid raus. Das FBI übernimmt. Was? Aber wir sind an was dran. Wir brauchen nur mehr Zeit. Hank, ich bin sicher. Du kapierst es nicht. Das ist keine normale Untersuchung mehr. Das ist ein scheiß Bürgerkrieg. Wir haben es nicht mehr in der Hand. Es geht hier um die nationale Sicherheit. Scheiße, du kannst jetzt nicht den Stecker ziehen. Wir sind so nah dran. Ich dachte, du kannst Androiden nicht ausstehen. Himmel, Hank, entscheid dich mal. Ich dachte, du wärst froh darüber. Wir knacken diesen Fall. Wir sind schon ganz kurz davor. Verdammt, Jeffrey, kannst du mich nicht ein einziges Mal unterstützen? Ich kann nichts für dich tun. Du bist wieder beim Mord. Und der Android geht zurück ans Cyberlife. Tut mir leid, Hank. Es ist vorbei. Wir können nicht einfach aufgeben. Ich weiß, wir hätten den Fall lösen können. Du gehst also zurück zu Cyberlife? Ich habe keine Wahl. Man wird mich deaktivieren und mein Versagen analysieren.
Was, wenn wir auf der falschen Seite sind, Connor? Was, wenn wir gegen Menschen kämpfen, die bloß frei sein wollen? Wir stehen auf der richtigen Seite. Menschen haben uns erschaffen. Sie sind unsere Meister. Keine Maschine sollte ihren Schöpfer bekämpfen. Als du den Androiden nicht töten wolltest, dabei Kamsky. Du hast dich in sie hineinversetzt. Du hattest Mitgefühl, Connor. Mitgefühl ist eine menschliche Emotion. Ich weiß nicht, wieso ich es tat. Ich bin auf solche Sätze nicht programmiert, aber ich habe gern mit ihnen gearbeitet. Mit etwas mehr Zeit, wer weiß, hätten wir Freunde werden können. Na, sieh mal an, da kommt Perkins, das blöde Arschloch. Sie verschwenden keine Zeit beim FBI. Wir können nicht aufgeben. Die Antwort liegt irgendwo in den gesammelten Beweisen. Wenn Perkins sie mitnimmt, ist es vorbei. Wir können nichts tun. Du hast Fowler gehört. Wir sind raus. Sie müssen mir helfen, Lieutenant. Ich brauche mehr Zeit, um in unseren Beweisen einen Hinweis zu finden. Ich weiß, dass die Lösung vor uns liegt. Hör zu, Connor. Wenn ich den Fall nicht löse, wird CyberLife mich zerstören. 5 Minuten. Mehr will ich nicht. Der Kellerschlüssel liegt auf meinem Tisch. Und beeil dich, ich kann sie nicht ewig aufhalten. Hey, Connor. Ich rede mit dir, Arschloch. Wo willst du hin? Hey, Arschloch, ich rede mit dir. Passwort. Was würde sich ein knallharter, exzentrischer Polizist aussuchen? Natürlich. Wo ist Jericho? Die Antwort ist hier irgendwo. Der Abweichler, der das Kind als Geisel nahm. Wir fordern Anerkennung unserer Würde, unserer Hoffnungen und unserer Rechte. Gemeinsam können wir in Frieden leben und eine bessere Zukunft schaffen für Menschen und Androiden. Diese Botschaft ist die Hoffnung eines Volkes. Ihr schenktet uns Leben. Und jetzt ist es an der Zeit, uns Freiheit zu schenken. Marcus, wo versteckst du dich? Thank you.
Holmes Tagebuch. Aber es ist nutzlos. Es ist verschlüsselt. Der Android, der seinen Besitzer ermordete. Gelogen, Connor. Ich habe dir vertraut und du hast gelogen. Du hättest das Kind umgebracht. Ich hatte keine andere Wahl. Ich muss Jericho finden. Weißt du, wo es ist? Du vergeudest deine Zeit. Ich weiß nichts über Jericho. Aber ich hoffe, du wirst doch für deine Taten bezahlen. Abweichler, die mit Marcus den TV-Sender gehackt haben. Er muss das Versteck der Abweichler gekannt haben. Ich muss Jericho finden. Sag mir, wie ich dorthin komme. Ich kann deine Stimme nicht erkennen. Du bist keiner von uns. Ich verrate dir nicht, wo Jericho ist. Jetzt lass mich in Ruhe! Wir fordern Anerkennung unserer Würde, unserer Hoffnungen und unserer Rechte. Wer ist da? Wer bist du? Es ist alles in Ordnung. Keine Sorge. Marcus? Bist du das? Ich wollte zu dir. Der Abweichlerjäger hat mich gestoppt. Dank dir hat er mich nicht gefunden. Du hast mich gerettet. Du hast Jericho gerettet. Jetzt wird alles gut. Ich werde dich nach Hause holen. Sag mir, wo ich Jericho finde. Wir müssen los. Wo du Jericho findest? Ja. Ja, natürlich. Du, Marcus? Verlass mich nicht, Marcus! Davon träume ich, seit ich dich zum ersten Mal gesehen habe. Tun Sie das nicht, Gavin. Ich weiß, wie man die Abweichler stoppen kann. Du bist raus. Und jetzt mache ich es endgültig. Ah!
Schaltet den Alarm, schnell! Ja, was für eine Mission, in der Connor hier im Mittelpunkt steht. Zunächst erstmal dieses typische Berichtsszenario bei Amanda. Das haben wir jetzt schon mehrfach gesehen und erlebt. Jetzt wissen wir auch tatsächlich, es ist eine Repräsentation. Connor stellt ihr diese Frage und spricht sie darauf an. Interessant ist, dass sie die Möglichkeit, den Androiden, also Chloe, zu töten, hinter dem Satz versteckt, aber du hast ja nicht gefragt. Diese Setzung oder diese Aussage setzt voraus, dass er Chloe hätte töten können, überhaupt die Frage zu stellen. Und für diesen Dialog auch äußerst interessant für das Spiel, einmal nichts zu entgegnen, also still zu bleiben, nichts zu sagen. Das haben wir, das Pendant haben wir vorher bei Marcus gesehen, eben nicht sich zu bewegen, nicht zu fliehen, sondern stehen zu bleiben. Hier im Gespräch das erste Mal die Option, bleibe still, sage nichts. Und dann mündete das Gespräch direkt in eine Sequenz, in der es darum ging, wie problematisch das Fragenstellen ist. In der Tat, zu fragen ist eines der schwierigsten Dinge in Gesprächen überhaupt, denn man muss im Zweifelsfall immer mit einer Antwort rechnen. Und eine Frage ist auch immer offensiv. Das heißt, sie fordert das Gegenüber immer heraus, damit etwas Persönliches preiszugeben oder etwas preiszugeben, was man bisher nicht preisgegeben hat. Das heißt, eine Frage ist immer gefährlich. Auch dieses Thema wird hier behandelt und als Problem ausgestellt. Und dann wechselten wir sofort die Perspektive zurück ins Polizeirevier zu Hank und Fowler. Hier wird jetzt das Alexei im Bürgerkrieg mehrfach besetzt und benutzt und damit ist die Situation mehr oder weniger geframed, also nachdem wir vorher verschiedene Primings hatten, die darauf hindeuteten, ist die Situation damit hier endgültig geframed mit den zwei Alexei im Bürgerkrieg und der nationalen Sicherheit. Und das ist im Wesentlichen jetzt um das, worum es geht. Interessant dann auch der Dialog zwischen Hank und Connor nach diesem Gespräch mit Fowler, in dem Hank Connor seine eigene Menschlichkeit vor Augen hält. Und er stellt auch ihm Fragen, die anzeigen sollen, dass er ihn unterstützt. Nämlich, was, wenn wir auf der falschen Seite kämpfen? Das fand ich tatsächlich äußerst bemerkenswert, auch den Schluss von Hank zu sagen, was, wenn wir gegen Menschen kämpfen, die bloß frei sein wollen. Das heißt, er hat diese Konzeptualisierung der Abweichler schon komplett übernommen, auch im Sprachgebrauch. Und auch er hebt noch einmal das Mitgefühl besonders hervor als eine der wesentlichen menschlichen Eigenschaften. Der Abschluss des Gesprächs, in dem Connor faktisch einen Redebeitrag improvisiert, auf den er nicht programmiert ist, haben wir jetzt hier als Schlüssel gesehen in sehr vielen verschiedenen Dialogsequenzen, wo es um die Programmierung auf bestimmte kommunikative Akte ging und er improvisiert hier, das heißt, er produziert Text aus freiem Willen und danach sehen wir den harten Kontrast, in dem Hank mit dem FBI mit Perkins umgeht, mit dem Ermittler vom FBI. Und dann passiert etwas, was wir von Hank Lang nicht mehr gehört haben, auch gegenüber Connor nicht, dass er eine Schimpfwort-Tirade vom Stapel lässt, die sich gewaschen hat und Perkins als allererstes mit Arschloch begrüßt und ihn dann offen angreift. Dieses typische Verhältnis, das Hank am Anfang gegenüber Androiden hatte, sehen wir kurz danach mit Gavin in der Asservatenkammer, in der man sich tatsächlich gruseln kann vor den Fähigkeiten, die Connor hier an den Tag legt, indem er bestimmte Beweisstücke kombiniert, um einen Weg nach Jericho zu finden, wo auch wieder Sprache, Spracheingabe, Sprachsynthese eine zentrale Rolle spielte in dieser Verhörsituation. Gut, heute haben wir das erste Mal mit dieser neuen Technik des Schnitts eine Stunde geknackt für dieses Let's Play. Und ich bin mir nicht mehr sicher, wie viele Missionen noch kommen werden, aber ich glaube nicht, dass wir weit vom Ende des Spiels entfernt sind. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.